Was für ein Start in den Tag. Morgen, Tommy. Moin. Was los? Man kennt eine Antiquität, ja, aber da kannst du ja schön gebrauchen. Oh, hör doch auf. Was haben wir denn da? Neue Batterien, habe ich gerade keine Rinne gemacht, weil ich wusste das selber haben. Ist eine LED. Ja, ja. Ist aber top in Ordnung. Also, was brauche ich nicht? Mensch! Nicht zum Wiederverkaufen, sondern zum Eigenwert. Ja, auch nicht. Ja, habe ich alle. Ich meine, wenn er keine Taschenlampe hat, sowas brauche ich nicht. Sowas kannst du mir bringen. Papiere. Was weiß ich? Papiere. Wenn der richtig unterschrieben hat, so wie hier, Willi Stoff, das ist gut. Ja, cool. Und wenn er 4 Euro gibt, mach mal diesmal. Nein, nein, ich kann es nicht gebrauchen. Ich kann es nicht gebrauchen. Du machst mich fertig. Ich kann es nicht gebrauchen. Ich brauche ja auch eigentlich gar nichts. Alles, was hier reinkommt, muss mir irgendwie auch, das muss funktionieren. Mhm. Das muss ich umrubeln können, aber das kann ich nicht umrubeln. Die Taschenlampe, das kann ich nicht gebrauchen. Hey, hat doch jeder schon. Das sind hier echte Papiere. Ja, das ist echt. Willi Stoff und ein Walter Ulbricht ist das hier. Ja, Walter Ulbricht. Ja. So was kann ich gebrauchen. Ja, was sagt jetzt hier? Na, ja, ist ja klar. Ich meine, hat er nicht jeder, aber. Ich hau ab, Tommy, wa? Bis dann, viel Erfolg, ja? Naja, viel Erfolg. Ich kann's nicht, ich kann's nicht. Ich kann nicht den Scheiß abkaufen. Geht einfach nicht. Weg, warum? Ich gebe ihm heute eine Taschenlampe abkaufen, dann kommt er morgen mit der nächsten. Das geht einfach nicht, kann ich nie machen. Um Himmels Willen, diesen ganzen Müll, den der mir so angeschleppt wird. Hab ja schon Müll gekauft von ihm. Das ist alles eine Spendenbox und wegschenken. Ja. Jeanshosen habe ich gekauft. Oh Gott, das wären Jeanshosen von ihm. Eine olle Messingvase, eine olle. Alles da, das kann alles Angie, das schenke ich alles weiter. Aber Taschenlampe jetzt. Und bei dir so? Zu heiß. Zu heiß. Na ja. Ich hab mal ganz weit aus dem Fenster hier geguckt, die ist um 9:30 Uhr. Da war halb 11 Uhr, welche Blätter hier kommen. Und da bin ich dann mal aufgestanden, hat dann Alex und so weiter gefragt, dann kam der an. Jo. Na ja. Bis um 11 Uhr waren wir ja noch hier. Ja. Kastor, oder? Ja, hier bitte, ja. Verpasst wird Teile beim Abschied. AFC, Aussteiger in Warnburg. So, zeig mal, was für ein Ding? Wer warnt? AfD-Aussteiger in Warnburg, Gauland. Autos explodieren am Kudamm. Heute explodiert am Kudamm. Alex, heute dachte er, ist zu Hause, Alex kommt nach Hause. Und dann ist gerade wohl eine Blume mitgebracht, dann wüsste ich nicht, wo die steht. Ja. Ich gestern mal geguckt, der Euer kam gestern spät. Die kam um 8:30 Uhr rum. Und da fragt sie mich, ob Alex schon da hat, ich sage, nee, noch nicht. Und, naja. Das kriegt ihr schon hin. Ja. Oh. Herr Wolfgang, ich mach los. Ja, musst du arbeiten. Arbeiten? Ja, ich hab zu tun. Viel? Immer zu tun, immer viel. Ich komme später wieder. Wir sehen uns später. Der Tag fängt ja geschmeidig an mit dem Hollandrad, wo das Hinterrad platt ist. Das kann ja nur noch besser werden. Und den Ständer mache ich natürlich auch gleich mal fest, aber. Naja, ist ein schöner Akt. Ich filme ich jetzt natürlich nicht hier, wie ich das Hollandrad repariere, da gibt es andere Videos, da sieht man es bestimmt besser. Heiß ist es heute wieder. Es hat gestern ganz kurz geregnet bei uns hier, so eine Viertelstunde, 10 Minuten, Viertelstunde und dann war wieder vorbei. Das hat nichts gebracht, leider. Die Ursache des platten Reifens will ich euch nochmal zeigen. Glas. Wie immer in Berlin, Glas. Ja, sowas reicht schon aus, ne?
Haben wir fertig, jetzt machen wir den Ständer noch fest und dann sind wir durch. Sehr gut. Jetzt kommt der Moment, auf den ich mich schon gefreut habe. Ich werde jetzt diese Rahmenspar-Auszählung beginnen. Ich kippe jetzt erstmal alle Tiere drin, da ist nicht drin, ja, nicht dass er denkt hier. Na? Dann bin ich mal gespannt. Erstmal die Dose entriegeln. Oi, oi, oi. Ah, kann wieder bis nach unten durchgucken. Naja, ist jetzt auch nicht so viel, wie ich dachte. Ah, das ist bestimmt eine ganze Menge, ey. Dann fangen wir mal an. Alter, 234. 224 hat jemand gesagt. Jetzt sind 234, das gibt's ja gar nicht. 224, 234. Cooler Tipp. Ich schätze mal ausgerechnet oder was? Geil. Na, das hat sich doch gelohnt. Nur ist die Röhre leer. Neu. Ja. Thorsten? Ballon, Weinballon. Jetzt brauchen wir den nächstgrößeren Rahmen. 234 Euro passen in einen Rahmen. Angst. 60. 60er Rahmenhöhe. 60. 60. Mitte, Ende. Leute, hier ein Anschlagsrad. Wird vermutet, dass der Reifen zerstochen wurde von einem bösen Nachbarn. Ich habe zu ihr gesagt, das glaube ich nicht. Ich kenne den Nachbarn, der war auch schon hier mit zerstochenen Reifen. Aber ich meine, vielleicht ist es ja jemand ganz anderes im Haus, als wenn man sich immer gegenseitig verdächtigt. Das ist ja auch nicht nett. Wir gucken mal, ob der Reifen wirklich zerstochen ist. Also erstmal, das Ventil muss sowieso raus. Also platt ist er auf alle Fälle. Und schaue ich mal, ob ich einen Einstich finde im Reifen. Danach baue ich den natürlich aus. Naja, das glaube ich nicht. Wie gesagt, dass die sich gegenseitig um die Reifen. Das ist ja Quatsch. Ich baue aus, ich baue einen neuen ein. Und dann schauen wir mal, ob ich was finde, wenn ich es ausgebaut habe. Jetzt heben wir den
Streifen von der Felge. Können wir den mal testen hier. Aufgestochen ist es definitiv nicht, weil es ist kein Einstich drin. Die Luft entweicht so langsam. Neuer Schlauch und fertig. SRAM-Schaltung funktioniert nicht wie immer. Die Schaltbox ist kaputt. Die ist verbogen, die funktioniert nicht richtig. Vorher nicht funktioniert, habe ich extra probiert. Jo, liebe Leute, endlich mal ein etwas anders gearteter Auftrag als sonst. Platte Reifen. Nämlich jetzt mal ein Schalterproblem, ein Schaltungsproblem. Der funktioniert nicht mehr. Warum auch immer, den müssen wir tauschen. Der Zug ist eigentlich in Ordnung. Das Schaltwerk hinten auch. Das ist der Schalter defekt. Also Schalter ab, alles abbauen hier, Griff ab, Schalter ab, Schaltzug ab und dann eben alles wieder neu anbauen. Griff haben wir. Jetzt schneide ich hier Lieblingsgeschichte, ich schneide hier ab. Jetzt kommt der nächste Kunde oder was? Oh, kommst du nicht zum Arbeiten? Jetzt sind ja auch gar nicht so viele Aufträge dann am Ende immer, aber jetzt ist so viel Quatsche und ja und ach, ich weiß nicht und hm und ha und ho und hi. Den Rest schraube ich hier raus. Also ich schneide es ab, weil das kriege meist sowieso nicht durch die Hülle hier durchgezogen. Deswegen schneide ich es einfach ab. Na, immer nicht denken, dass ich hier und ja, faul oder sonstiges, sondern einfach nur zweckmäßig. Zug raus. Zug raus. Zug raus. Das brauchen wir als Vorlage wegen der Länge. Hier wird der Schalter gelöst. Asche, nicht mehr drüber nachdenken. Oder? Nachher vielleicht nochmal angucken, warum, was da passiert ist, was da los ist, ob es reparabel ist. Aber jetzt mache ich es mal so, wie alle anderen Fahrradläden auch machen. Raus, Plug and Play, neu drin, fertig. Das ist alles schon drin, das ist alles schon dran bei dem Siebenfachschalter hier. Da muss man sich ja keinen Kopf mehr machen. Man steckt den einfach hier auf. Jo. Schraubt den hier unten fest.
der griff wieder auf. Dann lenkt man die alten. Dann lenkt man neue Zugkühlen ab. Und fädeln den hier rein. Cool. Wir haben offensichtlich nicht alles richtig gemacht. Ach, die ist gestaucht. Guck mal hier, die Muffe ist gestaucht. So, haben wir mal was gegengekommen hier. Die müssen wir ein bisschen aufbiegen. Eieiei. Sieht sie aber leicht für Alu. Na, das funktioniert so. Das Hüterstück am Schalter kommt jetzt dran. Achtung. Länger hätte der Rahmen nicht sein dürfen. Einmal fixiert. Und einmal. Um die Ecke gebogen. Quetschlöse bräuchte ich eigentlich nicht, aber mache ich, weil das ist ja verlötet. Das war's. Das war's. Wie man einen Schaltzug wechselt und einen Schalter wechselt bei einer 7-Gang-Kettenschaltung mit Drehgriffschalter. Shimano Revo Shift oder so. Und weiter geht's mit Plattenreifen. Langweilig. Also ich muss mal allgemein sagen, wir haben schon wildere Jahre gehabt hier, ja, wo wirklich, also zum ersten Mal dann wieder die Überlegung aufkam, seit 2008 mal eine Webcam hier aufzustellen und das Ganze zu filmen. War schon richtig doll, zeitlang. Den ganzen Tag was los, immer draußen was los. Dagegen ist dieses Jahr richtig ruhig eigentlich und es wird auch immer schlechter von Jahr zu Jahr. Baut ja schon ab hier. Wahrscheinlich auch die Gegend ist zu teuer, die Mieten sind teuer, die Leute haben das Geld nicht, um ihre Räder reparieren zu lassen. Die Räder werden immer schlechter. Die vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch richtig geil waren, die Räder sind heute Schrott. Also einfach nur gefahren werden und eben nicht repariert werden. Kein Geld da. Wenn du den Leuten heute sagst, hier, pass auf, es kostet halt 30 Euro die Reparatur. Menschen warten. Jetzt habe ich eine Kundin zum Beispiel hier, die holt ihr Rad nicht ab. 55 Euro, die holt ihr Rad nicht ab. Das steht jetzt schon 3 Wochen. Das ist natürlich ärgerlich, dann stehst du da, du weißt nicht, was du machen sollst. Wenn ich es auf der Straße sehe, dann, ah ja, ja, ich komm da mal vorbei und hol das ab.
Ich vergiss das nicht, die hat einfach das Geld gerade nicht, ne? Jetzt muss ich bis zum nächsten Monatsanfang warten, dann wird sie es abholen wahrscheinlich. Aber ich meine, war ja nun gerade mal Monatsanfang und die haben das Geld nicht. Und sie hat es im letzten Monat halt irgendwann nicht abgeben. So ist es. Besser wird es nicht mehr. Ich habe ein Bier spendiert bekommen. Ein Bier. Hä? Ist 10 nach 8 oder was? Weiß ich gar nicht. Auf dem Telefon ist 19.11 Uhr. Ich weiß nicht, wie man das umstellt. Von der Beach und sowas. Ich muss auch mal ein bisschen beilen. Selbst wenn es alkoholfrei ist, gibt es kein gutes Bild ab. Ich habe eine Zeit lang immer Malzbier getrunken. Also Malztrunk. Mhm. Ist ja nicht Malzbier. Dann haben die Leute auch schon mal so geguckt, so, braune Flasche? Ja. Guck das Bild? Ja. Sie kann geil malen. Ja. Und vor allem hat sie ja verschiedene Techniken, was ich sehr geil finde, sie hat verschiedene Techniken angewandt. Sie hat ganz ja, normal gezeichnet. Kunstfälscher wäre vielleicht was. Und sie hat mit dem Kratzen, die Kratztechnik hoch. Die Skyline. Die Skyline. Und auch in den Figuren hat sie auch gekratzt. Also Konturen rein. Und es ging ihr leicht von der Hand. Ja, das ist halt so. Ja. So, wie spät ist das? Neun. Ja, dann im Feierabend. Feierabend.